Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Nicht schimpfen, Baba Jim. Willst du Mimi oder willst du eine Reiswaffel? Ja, du willst eine Reiswaffel. Wusste ich's doch. Wir sind gerade auf dem Weg, wie man unschwer erkennen kann. Und zwar gehen wir das allererste Mal ins Jump Town. Also bei uns hier heißt es Big Jump. Aber das ist halt so Jump Town, wo es so Trampolins und so weiter gibt. Allerdings extra für Kleinkinder. Also dort, wo wir sein werden, da gibt es extra so kleine Mini-Trampolins, Bällebad und so alles eben altersgerecht gemacht. Und ja, heute ist es ziemlich kalt. Wir wussten zu Hause einfach nicht mehr, was wir machen sollen. Hakan hat dieses Wochenende frei. Deswegen haben wir am Wochenende reichlich Zeit. Sag mal hallo, Schatz. Ah, hallo. Und genau deswegen dachten wir uns, dass wir heute einen Familienausflug machen. Jump, auf geht's, Altai, auf geht's. Jump. Wir hüpfen jetzt ganz viel und danach fällst du tot um, okay? In Schlaf später. Jump. Leute, mittlerweile sind wir zu Hause. Es ist ein bisschen Zeit vergangen. Altai schläft glücklicherweise. Zu so einem Tag noch so leckeres Essen. Mach's einfach nur komplett. Schaut mal, heute gibt es schnelles, aber leckeres Essen. Und zwar Hähnchenwraps. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Tag mittlerweile. Altai und ich sind schon früh wach. Es ist 7.30 Uhr. Hakan ist in die Arbeit gegangen. Und Altai suchtet hier gerade nach Nalas Leckerlis. Er macht hier immer diesen Schrank auf. Er weiß, dass die Leckerlis hier drin sind. Und füttert Nala mit Leckerlis. Die muss ich ihm immer wegnehmen. Du, dimme. Nala, schau mal, Mama, wir sehen uns. So, und jetzt wartet er auf seinem Stuhl bereit für sein eigenes Frühstück. Ja, wir machen jetzt auch mal, Mama, okay? Ja, hör mal. Schaut mal, das ist ein Milchcontainer, den liebt er. Er popelt immer mit seinen Fingern darum und lutscht dann dran. Gibst du denn noch sehr pure? Zeig mal.
sieht Altes Frühstück aus. Eier, Frischkäsebrot, Tomaten und Gurken, alles in so Würfel geschnitten, damit er es selber aufstecken kann. Huch. So, gefrühstückt hätte Alter jetzt auch und während er ein bisschen jetzt in seinem Zimmer mit seinem Spielzeug spielt, räume ich schnell etwas die Wohnung auf. Alter Spielzeugecke räume ich auch immer wieder ein bisschen auf, beziehungsweise tausche Sachen aus. Zum Beispiel nehme ich jetzt diese Stapelsteine mal weg und dieses Hammer, dieses Schlagspiel nehme ich jetzt auch mal weg. Und die Bücher habe ich jetzt auch ausgewechselt. Wie gesagt, immer, dass wieder ein bisschen Abwechslung da ist und dass nicht zu viel Spielzeug auf einmal da ist. So, und nach all der Arbeit, Leute, habe ich mir jetzt meinen Kaffee verdient. So, meine Lieben, in der Zwischenzeit ist ein wenig Zeit vergangen. Ich habe Arthur jetzt zum Mittagsschlaf hingelegt. Wenn er da ist, kann ich einfach nicht so mega viel filmen. Deswegen muss ich immer darauf warten, dass er schläft. Und muss mich jetzt auch direkt schon ans Kochen machen, denn Hakan dürfte so in so einer Stunde circa aus der Arbeit kommen. Und genau, dann mache ich jetzt das Mittagessen fertig. Und zwar gibt es heute Lasagne. Habe ich echt schon so, so lange nicht mehr gemacht. Aber ich hatte einfach wieder so Lust drauf. Und ich bin gerade dabei, die ganzen Zutaten herzurichten, damit ich auch das Rezept mit euch teilen kann. So, und das sind die Zutaten für meine Lasagne, Leute. 2 Knoblauchzehen, 1 Zwiebel. Paprika, etwas Karotten, Erbsen, ich mag es immer gerne mit ein bisschen mehr Gemüse. Dann braucht ihr Tomatenmark, Rinderbrühe, fein gehackte Tomaten, Salz, Pfeffer, Creme fraiche, geriebenen Käse und natürlich die Lasagneplatten. Zuallererst mache ich natürlich erstmal die Füllung. Hackfleisch braucht ihr auch. Mein Hackfleisch ist jetzt leider noch gefroren. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie so ein bisschen geschmolzen, ne, mit der Zeit. Als erstes starte ich mit Zwiebel und Knoblauch. Das wird jetzt erstmal schön fein gehackt und dann angebraten. Dann gebe ich das ganze Gemüse noch dazu, das ich gehackt habe, brate das mit an. So, dann gebe ich die Erbsen hinzu. Dann gebe ich noch das ganze Hackfleisch hinzu und brate das ebenfalls mit an. Anschließend, wenn das Hackfleisch durch ist, gebe ich die Tomatenkonserve hinzu. Vermische das Ganze noch ein bisschen und gebe dann auch gleich im Anschluss 2 Esslöffel Tomatenmark hinzu. So, jetzt nehme ich ein halbes Glas Wasser, Leute. Und da gebe ich jetzt einen gehäuften Teelöffel Rinderbrühe hinzu. Vermische das ein wenig. Und gebe das jetzt in unsere Soße mit rein. Und jetzt zum Schluss kommt noch Salz und Pfeffer rein. Also ihr könnt das jetzt nach Belieben würzen.
stelle mir so eine eckige Auflaufform und da gebe ich jetzt zuallererst auf dem Boden etwas von der wässrigen Soße. Also nicht vom Fleisch und Gemüse, sondern ich versuche halt echt so ein bisschen von der wässrigen Soße zu bekommen, damit das schön in Soße getunkt ist und damit der Boden nicht so klebt. Genau, und jetzt wie gesagt, lege ich auch direkt die erste Platte, beziehungsweise die erste Schicht. So, ich habe jetzt drei Lagen diese Platten geschichtet. Die letzte Schicht ist Hackfleisch und darauf gebe ich jetzt komplett Käse. Und meine Geheimzutat ist Creme Fraiche. Ich mag nämlich keine Bechamelsoße. Ich finde die so ein bisschen fettig. Deswegen gebe ich jetzt noch auf den Käse zum Schluss so ein paar Esslöffel, so ein paar Kleckser. Einfach hier 1, 2, 3, 4, so ungefähr 6 Kleckser. Einfach so ein bisschen Creme Fraiche. Und alle Leute, und das Ganze gebe ich jetzt für circa 40 bis 45 Minuten in den Ofen. Leute, und das Ganze sieht dann so aus, wenn es fertig ist. Ich mag es nicht ganz so mega knusprig, deswegen habe ich es jetzt schon früher rausgeholt. Aber falls ihr es knuspriger mögt, dann könnt ihr das Ganze einfach ein paar Minuten länger drin lassen. Ich packe das mittlerweile auch schon zurück und schmeckt direkt so am lecker. Essen. Aber so ein kleines Stück reicht niemals. Ja, ist noch ein ganzes Blech da. Auch im Saunaessen. Dazu gibt es einen Salat. So, wir sind jetzt noch ganz kurz zu Oma gekommen. Und Oma hat neue Schuhe für Altai. Puma-Schuhe. Wow. Ja. Jetzt versucht ihr das anzuziehen. Sie sieht raus. Alter, müsst ihr anziehen. Ich habe euch noch gar nicht Mamas neue Katzen gezeigt, Leute. Sie hat zwei süße neue Babykitten. Schaut mal, wie süß die sind. Die eine versteckt sich auf der Toilette. Ja, ja. So süß. Das sind auch zwei Siamkatzen. Zerstören mein Haus. Und verstehen die sich mit Silas jetzt eigentlich? Was macht Silas? Super. Echt, oder? Super. Was macht der? Gar nichts, der kommt, isst mit denen da drüben. Echt jetzt? Ja, frisst. Dann schnuppern sie sich in der Früh. Komm mal her, komm. Was ist der Scheu? Ich weiß gar nicht. Ich kann die nicht unterscheiden. Ich finde, sie sehen beide genau gleich aus. Bagheera. Sie ist so süß, sagt er. Einfach in der Mama. Ich schaut mal, jetzt sind beide draußen. Die sind noch so verspielt. Leute, die Katzen sind einfach so süß. Ui. Schaut mal einfach das süße Gesicht an. Oh mein Gott, schaut mal, wo die Katze sich reingekuschelt hat in deine Jacke. Wie süß ist sie? Und du hast Cappuccino-Schaum geschlüpft. Ja? Ja, schau mal, die Katze liegt dem Baba an der Jacke. Ui, ja, Pöki, bist du da? Also der schwarze hat, ist Bagheera. Ja, ja! Altai ahmt den Katzen nach. Voll. Alter. Wahnsinn. Hallo, da gehen die Katzen auch rein. Schau mal seine Zunge. Ja, ich kaufe mir definitiv einen anderen Tisch. Es kommt ein anderer Tisch da rein. So, wir sind jetzt wieder zu Hause, Leute. Ich war auf dem Rückweg noch ganz kurz einkaufen. Alter hat alles verwüstet. Und dann habe ich im Briefkasten zufällig gelesen, dass morgen eine Wasserabsperrung sein wird. Und ja, jetzt bin ich gerade dabei, in ganz, ganz viele Gefäße Wasser umzufüllen, damit ich morgen den Tag ohne fließendes Wasser überlebe. So, Leute, und zu Abend gibt es jetzt eine Sucuk-Party. Hakans Cousin ist da, Mehmet, er hat Sucuk mitgenommen, also er hat eigentlich alles mitgenommen. Die beiden haben jetzt gerade alles gegrillt. Oh, es riecht so lecker.